Guten Morgen, es ist Samstag, der 11. Mai 2024 und ihr hört Nacktes Niveau. Es scheint so zu sein, dass die Politik ihre Pläne zur Aufrüstung und zur Kriegsführung immer weiter treibt. Ebenfalls in der Bild lesen wir, dass diese Woche eine Verteidigungsmesse namens Defense 24 stattgefunden habe in Polen. Und dort sei deutlich geworden, dass das Baltikum wohl bald angegriffen wird, sobald die Ukraine besiegt ist. Das ist also als Tatsache formuliert. Das sagt ein von der Bild, dann zitiert der Militärhistoriker, den man, Milena, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, wahrscheinlich nicht unbedingt kennen muss, ich kannte ihn nicht. Der kommt, Überraschung, aus den USA und wird sekundiert vom estnischen Generalstabschef Martin Herem, der ergänzt, Russland kann konventionelle Gewalt gegen uns einsetzen und er macht klar, wir müssen in der Lage sein, den Feind zu vernichten. Es nützt nichts, ihn nur weiter abschrecken oder davon überzeugen zu wollen. Also es wird ganz klar gesagt, Russland wird das Baltikum angreifen, wir müssen uns also nicht mehr fragen, wo wir dann plötzlich zurückschießen. Und dass es ganz klar sei, Milena, behaupten die auch. Wie hieß diese Messe? Attack-Messe? Nein, die hieß tatsächlich Defense 24. Defense 24 ja. Days. Ich nehme an, das ist eine Rüstungsmesse. Ja. Genau. Und da haben wir dann auch, da wissen wir dann auch, wo es lang geht, ja. Ja, ich meine, die Ukraine hat ein Riesenproblem, ja. Einmal haben die keine Soldaten. Deswegen wollen die ja auch die Menschen, die sich nach Deutschland geflüchtet haben, im wehrfähigen Alter haben, wo dann auch so ein paar Zyniker wie Kiesewetter und so schon sagen, denen entziehen wir das Bürgergeld, dann müssen sie weg, ne? Dann schicken wir sie an die Front, das Menschenmaterial. Ja? Die jetzt in der Ukraine eingezogen werden, die kriegen eigentlich keine Ausbildung mehr, weil sie sofort an die Front müssen. Also da werden sie dann verheizt. Ja? Der Westen hat das große Problem, dass die Russen jetzt aus einer Position der Stärke agieren. Und deswegen will ja auch keiner Verhandlungen, ist ja auch ein Grund. Ja, weil das muss man noch dazu sagen, ne? Das haben sie ganz en passant so zugegeben, dass die Russen Militär und Material haben, um das durchzuführen. Geht auch aus diesen Artikeln hervor. Wir haben ja vor kurzem auch noch gelernt, dass die Russen völlig am Ende sind. Also angeblich sind sie ja ständig kurz vor der Niederlage. Ja, genau wie Putin dauernd eine neue unheilbare Krankheit hat. Ne? Ja, das ist, also im Grunde, das ist natürlich Propaganda. Und niemand will Verhandlungen, weil wenn die jetzt verhandeln und Putin aus seiner Stärke heraus verhandelt, dann ist die Ukraine dann futsch, ne? Dann ist sie neutral. Ich meine, dann ist das, dann hätten sie auch die Istanbuler Verhandlungen weiterführen können. Und das ist natürlich wichtig, dass die Ukraine als Bollwerk gegen Russland und so als CIA-Stützpunkt, wir wissen ja, dass die da ganz viele CIA-Stützpunkte entlang der russisch-ukrainischen Grenze haben. Ja, ich möchte es nur noch mal sagen, falls es jemand vergessen hat. Der Russland-Korrespondent von Welt TV, also Christoph Wanner, übrigens ein guter Mann, der sehr, sehr sachlich berichtet und sich sehr gut auskennt. Vermutet man ja gar nicht bei den Altmedien, ja, aber ist so. Das meinst du ernst? Ach so, gut. Ja, siehst du? Nee, ich meine das ernst, gut, ja. Also der kennt sich wirklich sehr gut aus. Also der vermutet, dass Putin im Grunde darauf setzen wird, dass dem Westen irgendwann die Luft und die Lust ausgeht, ja, und an diesem Krieg, dass die auch dass die nicht sehen. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, und dafür sprechen auch diese Aussagen auf der Attack-Messe in Polen, die Fans hieß sie ja, dass der Westen und die NATO da mitmachen. Ne? Wir erinnern uns, Frankreichs Macron fabuliert ja immer wieder von Bodentruppen, so im Abstand von einem Monat, damit sich das schön festsetzt in den Köpfen. Der beliebteste Politiker Deutschlands, Herr Pistorius, Verteidigungsminister, möchte natürlich sein Verteidigungsetat schwer erhöhen. Ich meine, jetzt hat ja Pistorius, war ja in den USA, ist er immer noch, ja? Nee, nicht nur das, der hat ja amerikanische Waffen für die Ukraine mit deutschem Steuergeld gekauft. Also Pistorius ist in die USA geflogen, um dort amerikanische Waffen mit deutschem Geld zu kaufen. Und dafür loben ihn die Amerikaner. Böse Zungen behaupten, dass das der Plan der Amis war von Anfang an. Ja, ja. Und die Amis loben ihn natürlich. Die tätscheln ihm den Kopf und sagen, danke für diesen Gleichschritt, in dem Deutschland und die USA marschieren. Genau. Stell dir mal vor. Ja, der lässt sich dafür noch feiern. Die lachen sich doch kaputt über uns, ja. Ja, die kommen vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Und Pistorius erklärt, man werde nun mündig in Deutschland endlich in Verteidigungsfragen und werde seinen Beitrag leisten. Jetzt kaufen wir den Amis noch die Waffen ab, das nenne ich mündig. Ja, Marcel Luthe, wir werden endlich mündig, hurra. Ja, naja, es kommt ja darauf an, was man dann mit den Waffen macht, wenn man sie hat. Zum einen gibt es die man dann halt an die Ukraine verschenken möchte.
Das halte ich, das Thema hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Sendung. Ich halte das nach wie vor schlichtweg für eine ganz eindeutige Haushaltsuntreue in einem besonders schweren Fall. Denn diese deutschen Steuermittel sind letztlich ja eben halt immer, das hatten wir auch bei dem Thema Entwicklungshilfe, sind letztlich immer natürlich im Interesse derer zu verwenden, die diese Mittel aufbringen, nämlich des deutschen Volkes im Sinne des Grundgesetzes. Und keiner anderen Gruppierung. Das halte ich per se schon für ganz schwierig. Auch nochmal zurück zu dem Manipulationsthema, was wir vorhin bei Lauterbach hatten, haben wir ja hier in gleicher Form. Um das auch nochmal jedem zu sagen, den es interessiert, ich halte es für vollständig ausgeschlossen, dass Russland jemals irgendeinen NATO-Mitgliedstaat, und darunter fallen eben halt auch Estland, Lettland und Litauen, angreifen wird. Das ist ausgemachter Blödsinn allererster Güte, denn genau dieses Feinde-Vernichten-Potenzial, von dem da gerade die Rede war, das haben sowohl die NATO als auch Russland, als auch im Übrigen China und verschiedene andere Staaten. Das sind Nuklearwaffen. Die gibt es. Und die sind der reale Grund, warum wir ein Ausmaß an Abschreckung haben, das ein Angriff auf einen NATO-Staat nahezu ausgeschlossen macht. Und genau deswegen habe ich das auch immer ausgesprochen kritisch gesehen, mit welcher Leichtfertigkeit ein paar Kasperle-Figuren sowohl in Deutschland als auch insbesondere in Frankreich versuchen, irgendwie uns in ein Kriegsszenario zu manövrieren. Beispielsweise mit der Lieferung von bestimmten Waffensystemen, beispielsweise aber auch mit der Entsendung von irgendwelchen Bodentruppen. Zum Beispiel der Iris-T-Rakete der Firma Diehl, über die wir nachher unbedingt noch sprechen müssen. Die ja, ist ja auch ein Berliner Thema im Ergebnis. In der Tat. Also mit all diesen Szenarien, mit denen da gezielt gezündelt wird. Auch die Fake News, die dann entsprechend medial verbreitet werden, mit ja, es könnte doch sein, dass da irgendjemand angreift. Nein, das kann nicht sein, weil wir es nämlich auf keiner Seite, auch auf der Deutschen im Übrigen nicht, mit absoluten Vollidioten zu tun haben. Jeder weiß, was ein solcher Konflikt tatsächlich bedeuten würde. Und deswegen wird es den nicht geben. Der Grund, warum es den mit der Ukraine gibt, ist ganz einfach. Die Ukraine war nie NATO-Partner. Sie hat auch kein anderes Verteidigungsbündnis mit einer westlichen Macht. Sie hat erst recht im Übrigen keines mit Deutschland, wie ich immer wieder betone. Was also dazu führt, das macht ja nichts. Wenn es jetzt eins gäbe, dann könnte das nicht rückwirkend quasi für den bereits bestehenden Konflikt Wirksamkeit entfalten. Sie hat ein solches Bündnis nicht und deswegen wäre jede deutsche Beteiligung an einem solchen Verteidigungskampf der Ukraine gegen einen Angreifer nichts anderes als die Beteiligung an einem Angriffskrieg. Denn wir würden jemanden angreifen, der uns nicht angegriffen hat und der auch keinen unserer Verbündeten angegriffen hat. Und das macht es nach wie vor, ich hatte es damals gesagt, ich hatte auch als Frau Baerbock davon formuliert, dass ich eine Strafanzeige erstattet, das würde es zu einem Angriffskrieg machen. Und deswegen ist auch diese Beteiligung, jedenfalls solange das Grundgesetz nicht völlig ausgehöhlt ist, schlicht unzulässig. Ja, da wäre dann auch der Punkt, wo ich einhake, weil der Generalbundesanwalt sich ja schon geäußert hat zu dieser Anzeige zum Beispiel gegen die deutschen Generäle, die da zufällig abgehört wurden. Ist das nicht praktisch, dass wir da einen neuen haben jetzt? Meinst du neuen General? Nein, neuen Generalbundesanwalt. Ach so, ja, praktisch, dass der das gerade eingestellt hat und letztlich erklärt hat auch, man hat ja auch die OSZE-Landkriegskarte, glaube ich, irgendwie en passant außer Kraft gesetzt, hat erklärt, man kann ja nur also im großen Stil auch Landtruppen dorthin bewegen und er hat diese Ermittlungen eingestellt, weil das keine Vorbereitung eines Angriffskrieges sei, wenn deutsche Generäle so etwas planten. Also ich will sagen, ich bin da pessimistisch, dass das Gehör findet, ein solches rechtliches Bedenken. Aber so schön es auch wäre, wenn das so wäre. Denn es sieht ja eher danach aus, wenn man sich, Milena, das hast du schon angesprochen, die Äußerung beispielsweise des Herrn Roderich-Kiesewetter anhört oder auch des CDU-Parteitages, der gerade stattfand, mit beispielsweise der ehemaligen Familienministerin Christina Schröder. Da schreit alles das zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, ne, des bekannten Rundfunkbeitrages des Krieges. Also man möchte wieder dafür sorgen, dass das genug Reserven da sind. Und der Vorsitzende des sogenannten Bundeswehrverbandes, ein Oberst mit dem Namen Wüst, schreit danach, man müsse nun sofort Inventur betreiben und alle wehrfähigen Männer doch wieder auflisten. Es sieht also eher danach aus, bei deinem Wort in Gottes Gehörgang, lieber Marcel, dass Deutschland sich aufs Gegenteil vorbereitet. Natürlich wird das gerade betrieben. Natürlich schreit man, wie im Übrigen auch 1912, 13, juhu, ja, wir müssen loslegen. Wir könnten ja. Ja, wenn ich dann auch höre, Herr Pistorius, mit der Emanzipation, die man da betreibe, ja, wir könnten doch einfach mal irgendwie deutsche Soldaten, und zwar richtig viele und schweres Gerät, irgendwo hinschicken und mal wieder so einen richtig ordentlichen Krieg starten. Das wäre doch ganz fantastisch. Das ist genau der Geist, der in den Köpfen dieser Leute weht, weil da offensichtlich viel wählen kann, weil, naja, viel Platz
im Kopfinneren sein muss. Ich finde es in der Tat fürchterlich. Auch das dumme, also volkswirtschaftlich unfassbar dumme Gesabbel von, oh ja, Wehrpflicht, das wäre ja fantastisch, brauchen wir unbedingt. Also jedenfalls für die Männer, die sowieso schon eine im Durchschnitt bekanntermaßen niedrigere Lebenserwartung haben als Frauen. So will Frau Schröder das ja ausdrücklich. Die Frauen seien ja, Zitat, verletzlich. Also üblicherweise, ich weiß nicht, wer schon mal eine Schusswaffe in der Hand hatte, oder es reicht auch ein Messer und sich mal irgendwo damit geschnitten hat, die bluten beide gleich, die sterben auch beide gleich. Und aber ich möchte, jemand muss den Nachwuchs für den Krieg gebären, verstehst? Stimmt. Da kann ja, man gleich die Mutterkreuze wieder einführen. Das könnte man doch dann gleich auch im Felde. Das wäre doch dann noch praktischer, oder? Also wenn man doch ohnehin tatsächlich dem menschlichen Leben so wenig Bedeutung beimisst, dass man allen Ernstes eine blutlüsterne Kriegspropagandamaschine anwirft, wie sie wir jetzt teilweise lesen und hören müssen. Wenn man tatsächlich also sagt, oh, wir wollen das junge Menschen aus Deutschland irgendwo anders sterben, und zwar, weil es irgendwer sich an seinem Kabinettstisch so ausgedacht hat. Wenn man das alles wirklich will, dann kann man doch die Menschenverachtung in der Tat noch eben einen Schritt weiter drehen und sagen, ach Mensch, dann schicken wir doch bitte alle, dann können auch die Kinder irgendwie im Kriegsgebiet entsprechend geboren werden. Das sind immer die Letzten übrigens. Die Kinder sind immer die, wenn der Krieg gerade verloren geht, dann kommen die Kinder. Ganz am Ende kommen. Ja, daran kannst du es dann festmachen. Also fürchterlich. Also man fragt sich eben in der Tat, wie wenig historische Bildung, oder bei den meisten Leuten fragt man sich das in der Tat nicht, wenn ich mir Frau Baerbock angucke. Oder ich wollte gerade sagen. Wie heißt die grüne Kollegin da, Frau Fester? Die haben keine historische Bildung, die haben aber ganz offensichtlich auch noch nicht einmal einen Begriff, den man mir vielleicht selten zutrauen würde, Herzensbildung. Die verstehen gar nicht, was das tatsächlich, also mit Menschen per se macht, auch diese Depersonalisierung, die mit einem Krieg automatisch immer einhergeht. Und das ist das, was da gerade propagandistisch versucht wird, an allen Stellen. Dass der Böse da hinten und wir die Guten. Du rennst, lässt zwei Gruppen gegeneinander laufen, indem du also irgendwo ein Feindbild hochstilisierst und dann sagst, ja, die Lösung könnte doch sein, ein Krieg. Ein Krieg ist niemals, insbesondere eben halt wirtschaftlich, niemals eine Lösung. Und um den Bogen einmal noch abzuschließen, mit Anbetracht der aktuellen, nach wie vor relativ hohen Inflation, dem permanenten Sinken der Produktivität in Deutschland und damit auch der Kaufkraft und der Tatsache, dass irgendwie Renten bezahlt werden müssen, ist nichts fataler, als wenn man gerade auch jungen Leuten ein Jahr Lebenszeit, wir reden gar nicht von Krieg, das wäre noch viel fataler, sondern ein Jahr Lebenszeit erst einmal nimmt, mit der sie irgendwo bei der Bundeswehr dumm rumsitzen und in der Zeit eben halt auch keine Ausbildung machen, nicht studieren, nicht arbeiten. Das fehlt schlichtweg volkswirtschaftlich und wird weiter dazu führen, dass wir noch mehr Altersarmut haben.